Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen SG Active Trading Webinar. Mein Name ist Holger Fertig. Ich bin Produktexperte hier bei der Société Générale. Das heißt also, wenn Sie nach dem Webinar noch Fragen, ja, oder Anmerkungen haben, können Sie mich oder meine Kollegen auch unter der Hotline oder dem Chat kontaktieren. Heute bei mir Oliver Baron vom Börse-Go. Ein Analyst, der seit 2007 am Markt aktiv ist und sich hier einen guten Namen erarbeitet hat. Er arbeitet vor allem mit der fundamentalen Analyse. Und heute schauen wir uns verschiedene Sachen an. Darunter werden die Internetwerte sein. Wir haben Tesla gesehen, Apple, die schauen wir uns näher an. Wir schauen aber auch auf verschiedene oder auf einen bestimmten charttechnischen Indikator. Gold und Silber darf nicht fehlen. Und insoweit freue ich mich dann auch später mit Ihnen das Webinar hier begleiten zu dürfen. Und ganz kurz, bevor wir aber übergehen, ganz kurz die Risikohinweise, die vielen von Ihnen ja schon bekannt sind. Zunächst einmal richtet sich das Webinar an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung im Bereich Hebelprodukte und die besprochenen Produkthinweise zu diesen sind ja lediglich zu Demonstrationszwecken und nicht als Empfehlung zu verstehen. Also wir machen hier keine Anlageberatung, auch wenn vielleicht die ein oder andere Wertpapierkennnummer gezeigt wird oder auch eine Trading-Idee oder auf eine Trading-Idee eingegangen wird. Hebelprodukte beinhalten hohe Risiken, dazu bis zum Totalverlust beim Erreichen des Knockouts oder auch natürlich einer wertlosen Fälligkeit bei Optionsscheinen oder auch natürlich ja der fast komplett Verlust des Geldes bei Faktoroptionsscheinen und natürlich gut zu guter Letzt das Ausfallrisiko des Emittenten. Bevor ich aber zu meinen Referenten heute übergehe, noch ganz kurz von unserer Seite her: Wir sind mittendrin im Börsenspiel. Der Trader 2020 hat gestartet. Wenn Sie noch nicht dabei sind, können Sie sich immer noch anmelden. Ja, es ist noch nichts vorbei. Spieldauer sind 8 Wochen. Sie können einen Jaguar I-Pace im Wert von 80.000 Euro gewinnen, beziehungsweise aber auch noch Wochengewinne in Höhe von 2.222 Euro. Also das heißt, wenn Sie innerhalb einer Woche das beste Depot haben, dann gewinnen Sie 2.222 Euro. Wie funktioniert das? Sie bekommen 100, zwei Depots mit jeweils 100.000 Euro Spielgeld. Und ja, damit können Sie dann mit unseren Produkten oder mit Aktien, die an der Börse Stuttgart gelistet sind, handeln, spekulieren und dann hoffentlich auch gewinnen. Also melden Sie sich an zum Trader 2020 und zwar das unter www.trader-2020.com. So. Jetzt so viel dazu. Ich freue mich, Oliver. Ich bin gespannt auf deine Präsentation und ich bin mir sicher, die Zuhörer auch. Hallo, Oliver. Hallo Holger, hallo liebe Zuhörer. Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich auch sehr, heute Abend mit dabei sein zu dürfen. Jetzt müssen wir erstmal ganz kurz noch die technische Seite klären, weil ich jetzt hier meinen Bildschirm übertragen muss. Jetzt muss ich hier den richtigen Bildschirm Genau. auswählen. So, jetzt müsste er eigentlich zu sehen sein, oder? Ich sehe dein Bildschirm mit dem Guidance Desktop. Sehr gut, genau. Wunderbar, So soll es genau, aussehen. super. Dann hat es jetzt wenigstens von der technischen Seite mal geklappt. Wunderbar. Also nochmal einen schönen guten Abend an die Zuhörer. Ich habe es gesagt, ich freue mich sehr, heute Abend mit dabei sein zu dürfen. Es ist ja gerade eine ziemlich interessante Marktphase. Ich glaube, das haben jetzt inzwischen viele Leute auch wieder, die sich jetzt mit Börse nicht so intensiv beschäftigen. Die wurden natürlich durch den Corona-Crash und aber auch durch die anschließende starke Erholung und jetzt in den letzten Tagen durch diesen Abverkauf bei den US-Technologieaktien wieder etwas stärker angelockt. Wenn ich da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, also während des Corona-Crash, da haben bei uns hier die Server geglüht. Da hatten wir praktisch so viele Webseitenzugriffe wie noch nie. Also das war tatsächlich nicht nur in den USA so, dass das auch viele Leute dann an den Aktienmarkt gelockt hat, sondern das war auch bei uns tatsächlich so. Das war jeden Tag zu spüren, dass da die Aufmerksamkeit für den Aktienmarkt wieder sehr stark zugenommen hat. Aktien werden ja in Deutschland etwas stiefmütterlicher behandelt als in vielen anderen Ländern. In vielen anderen Ländern ist eigentlich für breite Bevölkerungsschichten üblich, dass sie sich mit dem Aktienmarkt beschäftigen. Bei uns gelten ja Aktien fälschlicherweise, muss man sagen, immer noch so als ein Anlagevehikel für die Reichen. Aber das muss es ja nicht sein. Ganz im Gegenteil, auch wenn man aus der Mittelschicht
Mittelschicht oder aus der normalen Arbeiterfamilie kommt, denke ich, lohnt es sich auf jeden Fall, sich mit dem Aktienmarkt zu beschäftigen. Wenn man langfristig eben Vermögen aufbauen will, glaube ich, dann gibt es wenig Alternativen zum Aktienmarkt. Und ja, ganz schön, also die Corona-Krise hat natürlich viel negative Folgen, aber hat auch durchaus auch positive Folgen. Und das eine kleine positive Folge, wenn man das so sagen darf, ist vielleicht auch, dass sich wieder mehr Menschen auch mit den Finanzmärkten beschäftigen. Ja, das nicht den Profis überlassen, sondern da durchaus sich auch selbst dafür interessieren. Ja, und das haben wir hier eben auch ganz stark gespürt. Okay, da muss ich dir beistimmen, Oliver. Also auch wir sehen, also jetzt nicht nur wegen dem Trader, aber auch so sehen wir ein hohes Interesse in Anführungsstrichen Neulingen, ja, die an den Markt kommen, wissen wollen, wie es funktioniert. Und genau diese Menschen wollen wir natürlich auch hier abholen in den Webinaren mit dem Börsenspiel. Und deswegen, gerade wenn Sie Fragen haben zu den Produkten, rufen Sie uns an, fragen Sie, bevor Sie ja einen Fehler machen, beziehungsweise das falsche Produkt auswählen. Aber jetzt zu dir, Oliver. Genau, super. Und gerade so ein Börsenspiel ist natürlich auch ideal dafür geeignet, wenn man jetzt sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt hat, um da erste Gehversuche sozusagen am Markt zu unternehmen. Also Börsenspiel kann ich da nur empfehlen. Natürlich muss man auch immer so vergleichen, die Bedingungen. Inwiefern unterscheidet sich es vielleicht von der Realität auch oder inwiefern entspricht es der Realität? Aber umso die ersten Gehversuche zu unternehmen sind Börsenspiele auf jeden Fall super geeignet. Statt da jetzt am Anfang gleich mit echtem Geld zu experimentieren, sind so Börsenspiele eine super Gelegenheit, um da eben zu experimentieren. Und da ist der Trader 2020 natürlich aktuell auch eine super Gelegenheit, auch deshalb, weil man natürlich auch tolle Preise gewinnen kann. Das wurde ja vorher schon kurz gezeigt. Genau. Holger hat schon gesagt, ich komme eigentlich von der fundamentalen Ecke. Ich werde jetzt deshalb am Anfang des Webinars auch auf die fundamentale Situation an den Aktienmärkten eingehen, kurz. Ich werde mich kurz mit der Konjunktur, mit der Geldpolitik beschäftigen. Wir werden die Bewertungen am Aktienmarkt anschauen, so Sachen wie Schiller KGV und Ähnliches. Aber im zweiten Teil des Webinars werde ich dann natürlich auch auf die Charttechnik eingehen. Ich komme ja, wie gesagt, eher nicht von der charttechnischen Seite. Mit der Charttechnik habe ich mich eigentlich erst so in den letzten Jahren etwas intensiver auseinandergesetzt. Aber ich muss dazu sagen, ja, die Charttechnik hilft natürlich auch in Marktsituationen, wo man mit der Fundamentalanalyse nicht mehr so arg weiterkommt, dann durchaus weiter. Das habe ich auf jeden Fall gelernt, auch durch meine Kollegen hier. Sie wissen ja, Charttechnik ist so eins dieser Steckenpferde von Gottmo Trader und von der Börse Go AG. Wir beschäftigen uns eigentlich intensiver mit der Charttechnik als mit der Fundamentalanalyse und genau, also da habe ich von meinen Kollegen ziemlich viel aufgeschnappt und Holger hat schon gesagt, ich werde heute Abend einen ganz besonderen Indikator in den Fokus stellen. Dabei handelt es sich um den sogenannten Ichimoku-Indikator und ich werde nachher nochmal etwas genauer erläutern, was es damit auf sich hat. Vielleicht schon mal so viel. Ja, warum dieser Indikator ist eigentlich, wenn man so will, ein ganzes Handelssystem. Also man kann anhand dieses Indikators, obwohl es eben nur ein Instrument ist, ein Indikator, ja, sehr viele verschiedene unterschiedliche Dinge über den Markt ablesen. Hat auch verschiedene interessante Trading-Marken automatisch und ja, und erhält so eine Art Gesamteinschätzung. Also kann auf systematische Art und Weise zu unterschiedlichen Basiswerten hier zu einer Einschätzung gelangen. Das Tolle daran ist eben auch, dass es auf eine systematische Art und Weise geschieht. Charttechnik ist ja oft auch so als Kaffeesatzleserei verschrien. Sie kennen ja vielleicht den Witz, wenn man zwei Ökonomen zur Wirtschaft befragt, dann erhält man drei unterschiedliche Meinungen. Bei Chartanalysten ist es häufig so ähnlich. Da ist vielleicht sogar so, wenn man zwei technische Analysten zum Markt befragt, erhält man vier unterschiedliche Meinungen, weil jeder hat sowohl ein Long-Szenario als auch ein Short-Szenario auf Lager. Genau, und diese eher subjektiven Aspekte werden durch Ichimoku zumindest zum Teil ausgeschaltet und deswegen will ich nachher auf diesen Indikator etwas genauer eingehen. Genau, also dieses systematische Vorgehen daran begeistert mich und ich werde nachher anhand dieses Indikators werden wir gemeinsam sozusagen die wichtigsten Märkte durchgehen und die wichtigsten, ja, äh,
die wichtigsten Basiswerte eben besprechen und anschauen. Und sehr gerne können Sie natürlich auch in den Fragen, wenn Sie einen bestimmten Basiswert analysiert haben wollen, können Sie das natürlich gerne auch in den Fragen stellen. Auch wenn Sie sonstige Fragen haben, bitte immer gerne zwischendurch Ihre Fragen loswerden. Holger wird es dann so in die Konversation einfließen lassen oder beziehungsweise wir können es am Ende dann auch nochmal gesammelt durchgehen. Also stellen Sie bitte Fragen. Ja, das soll. Super, dass du es ansprichst. Super, dass du es Genau. ansprichst. Du kannst dir schon den ersten Basiswert notieren. Also wir haben schon den Ja, super. ersten Interessenten, der gerne nachher Euro-US-Dollar sehen würde. Auf Ja, jeden da. Fall. Also die gängigen Basiswerte Euro, US-Dollar hatte ich sowieso auf dem Schirm. Super. Gold, Silber werden wir uns auf jeden Fall auch anschauen. Und natürlich auch den DAX und die Technologieaktien. Aber Sie können natürlich gerne darüber hinausgehende, weitergehende Wünsche gerne äußern. Natürlich so ganz kleine Small Caps oder ähnliches werde ich hier nicht besprechen. Es geht natürlich um Aktien, die jetzt auch ein größeres Publikum interessieren, aber gerne dazu dann fragen. Genau, das soll es aber jetzt auch schon gewesen sein an Vorrede. Das war doch recht lang. Ja, genau. Also kurze Standortbestimmung am Markt, ganz kurz am Anfang. Ja, der Corona-Crash hat sozusagen alles überschattet, wenn man so will. Wir hatten ja Mitte Februar noch Allzeithochs an den wichtigsten Märkten. Ja, und dann kam es sehr rasch zu einem Crash. In den USA ging es dabei sogar so steil nach unten wie noch nie, wie auch während der Finanzkrise 2008 nicht und auch wie während der Weltwirtschaftskrise 1929 nicht. Also wenn man diese 3 Wochen da betrachtet von Mitte, Ende Februar bis Mitte März, da gab es ja einige Tage, wo es um 7%, um 9%, um 12% plötzlich nach unten ging. Da waren auch einige der größten Tagesverluste dabei, die je verzeichnet wurden. Die allergrößten waren nicht dabei. Wenn man jetzt die Tage analysiert, dann gab es da schon größere Crash, zum Beispiel 1987 oder auch 1929, glaube ich. Aber ja, diese 3-Wochen-Periode war auf jeden Fall eine Rekordperiode an Verlusten, an Kursverlusten. Noch nie ist der Markt so stark abgestürzt innerhalb von so kurzer Zeit. Es ging ja so um ungefähr 40% in den großen Indizes nach unten, im S&P 500, im DAX so ungefähr, ja, ungefähr waren die Verluste in der Größenordnung von 40%. Ja, und natürlich hatte das damit auch was zu tun, dass die Wirtschaft eigentlich so eine Situation zuvor auch noch nie erlebt hatte. Ich habe es gesagt, wir wollen am Anfang kurz die fundamentalen Dinge uns etwas anschauen. Anfang Mitte März kam es zu den Lockdowns in Europa und den USA und man sieht es hier an dieser Grafik. Das basiert auf einem Buchungsservice, der Open Table heißt in den USA und der nimmt praktisch Restaurantreservierungen, aber nicht nur Reservierungen, sondern auch, wenn Leute direkt ins Restaurant reingehen, der betreibt da so ein elektronisches Buchungssystem, wo dann die Leute erfasst werden. Und anhand dieses Buchungssystems, das eben ja, Restaurants sowohl in den USA als auch in Deutschland zum Beispiel einsetzen. Einige Restaurants, natürlich nicht in Deutschland nicht sehr viele, aber ein paar Restaurants gibt es durchaus, die das einsetzen. Und anhand dieses Open Table Reservierungssystems sieht man hier eben sehr schön, ja, wie die Lockdowns begannen und wie sie dann auch wieder gelockert wurden. Also wir sehen das hier. Ja, so Mitte März begann es und dann wurden die Restaurants plötzlich geschlossen und dann war hier praktisch ja in Großbritannien noch so bis Juli, aber in Deutschland bis Mai, ja, war überhaupt nichts los und wir sehen aber, dass sich anschließend die Wirtschaft doch recht schnell eigentlich wieder erholt hat, zumindest was die Gastronomie hier betrifft. In Deutschland war es tatsächlich sogar so, dass wir dann jetzt im Sommer sogar mehr Restaurantbesuche hatten, zumindest nach diesem Indikator als im Vorjahr, was ja doch ein ziemlich überraschendes Bild ist, auch wenn man die Medienberichte und so weiter verfolgt hat. Also es gab da natürlich dann auch sowas wie Nachholbedarf. Wir hatten auch sehr gutes Wetter im Sommer. Es gab da eine, wenn man so will, eine V-förmige Erholung, zumindest bei den Restaurantbesuchen. Sie sehen in Deutschland deutlich stärker die Erholung als zum Beispiel in den USA. Sie wissen ja, in den USA sind die Fallzahlen immer noch sehr hoch.
Da gibt es auch in einigen Bundesstaaten immer noch Lockdowns und auch in Großbritannien war es so, dass die Restaurants erst deutlich später aufmachen durften wieder als in Deutschland. Auch da war die Erholung später, aber Sie sehen, in Deutschland hat sich das eigentlich ziemlich schnell erholt. Natürlich muss man sagen, das war jetzt nur ja ein kurzes Strohfeuer möglicherweise direkt nach Eröffnung des Lockdowns. Da hat vielleicht auch das Wetter dann so eine Rolle gespielt. Wir hatten tolles Sommerwetter, da saßen viele Leute auch draußen. Ja, das dicke Ende kommt vielleicht noch, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Die Wirtschaft in Deutschland wird wahrscheinlich so irgendwo zwischen 5 und 10% in diesem Jahr schrumpfen. Und ja, also Restaurantbesuche sind natürlich nur ein kleiner Anhaltspunkt, die mit der Gesamtkonjunktur jetzt eher weniger zu tun haben. Es gibt aber glücklicherweise auch, ja, auch durch die Krise jetzt bessere Möglichkeiten, um die Konjunktur sozusagen in Echtzeit zu verfolgen, wenn man das will. Vor der Krise muss man sagen, oder auch noch aktuell ist es ja so, dass zum Beispiel Hedgefonds, die ja, die mit Milliarden spekulieren, die setzen da zum Teil ganz, ja, ganz innovative Methoden ein, um sozusagen in Echtzeit zu verfolgen, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Zum Beispiel benutzen die auch Satelliten, um ja, um zu schauen, wie viele Autos stehen denn auf Supermarkt, Parkplätzen und ähnliches, ja, wie viele LKWs sind denn auf den Straßen unterwegs? Das alles kann ja Anhaltspunkte zur wirtschaftlichen Lage liefern. Und genau, also Hedgefonds setzen sowas schon seit vielen Jahren, wenn man so will, ein, oder auch Handydaten zum Beispiel, um auszuwerten, ja, ob die Leute einkaufen gehen oder nicht und was es dann für Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Ja. Für den Privatanleger waren solche Daten lange Zeit schwierig zu bekommen. In der Krise hat aber die Bundesbank, die Deutsche Bundesbank, einen, ja, einen sehr interessanten Indikator erstmals veröffentlicht. Und zwar handelt es sich dabei um den sogenannten wöchentlichen Aktivitätsindex. Ich zeige das jetzt mal hier ganz kurz anhand der Webseite von der Deutschen Bundesbank. Und genau, dieser wöchentliche Aktivitätsindex versucht eben, die wirtschaftliche Lage mehr oder weniger in Echtzeit abzubilden. Wenn man jetzt so Wachstumszahlen oder ähnliches hört, die werden ja immer erst mit einer bestimmten mit einer bestimmten Zeitverzögerung veröffentlicht. Vor allem das BIP, das ja ganz besonders interessiert, also das Bruttoinlandsprodukt. Ja, das wird immer erst so 1 bis 2 Monate nach dem Ende eines Quartals veröffentlicht. Ja, und klar, in der Krise wünschen sich natürlich viele Leute, viele Entscheidungsträger, aber auch natürlich viele Anleger, hier aktuellere Werte, um zu verfolgen, wie sich denn die Konjunktur so entwickelt. Und ja, die Bundesbank hat hier eben anhand von neuen Indikatoren, die ja, die eben in täglicher Frequenz oder in wöchentlicher Frequenz zur Verfügung stehen, diesen wöchentlichen Aktivitätsindex entwickelt, der eben versucht, die Wirtschaftslage sozusagen in Echtzeit abzubilden. Und da wird eben jede Woche wird da ein Wert veröffentlicht und anhand dieses Wertes kann man eben verfolgen, wie sich denn die Wirtschaft so entwickelt. Ja, und was fließen da für Daten ein? Also zum Beispiel der Stromverbrauch. Klar, das steht mehr oder weniger in Echtzeit zur Verfügung, wie viel Strom verbraucht wird. Dann der LKW-Maut-Fahrleistungsindex. Sie wissen, die LKWs müssen über so ein satellitengestütztes System Maut bezahlen, wenn sie auf Autobahnen und Bundesstraßen unterwegs sind. Da stehen die Daten auch mehr oder weniger in Echtzeit zur Verfügung. Dann werden anhand dieser Internetseite Flightradar 24 werden hier auch die Anzahl der Flüge werden erfasst. Dann werden so Sachen wie Google-Suchanfragen nach Arbeitslosigkeit, nach Kurzarbeit, nach Staatshilfe erfasst. Dann wird das Passantenaufkommen in Fußgängerzonen gemessen, in Einkaufsstraßen. Die Luftverschmutzung wird gemessen in deutschen Städten und dann am Ende noch das Konsumentenvertrauen. Auch hier Umfragewerte, die in hoher Frequenz sozusagen zur Verfügung stehen. Ja, und wozu das Ganze? Aus diesen Daten wird dann eben dieser wöchentliche Aktivitätsindex aufgebaut, berechnet. Und Sie sehen das hier anhand dieser Daten erstmal auf der Seite der Bundesbank. Ja, dieser Index steht eben in Echtzeit mehr oder weniger zur Verfügung und er soll eben korrelieren mit dem Wachstum, genauer genommen mit dem trendbereinigten Wachstum.
Ja, und genau, ich habe die Daten hier jetzt auch noch mal in etwas. Ganz interessant. Kurzer Einwand und dann muss ich auch Ja. zustimmen mit dem Restaurant besuchen. Die hatten wir jetzt so anfangs. Ja, Und richtig. das ist ja im Endeffekt eine Messung der Buchungen. Da sagt jemand, das kann ja nicht sein, weil die Restaurants ja gar nicht so viele Tische haben, dass mehr Leute reingehen können. Das ist schon richtig. Aber vielleicht muss man hier ein bisschen vorsichtig das sehen und sagen, früher musste man nicht unbedingt immer ein Restaurant buchen, man ist einfach hingegangen. Das Insoweit muss stimmt. man, glaube ich, den Indikator ein bisschen relativieren, ja, um einfach auch Ja, dem also Zuhörer man das. sollte generell, das stimmt auf jeden Fall, und man sollte solche Indikatoren auch natürlich nie überbewerten. Also wenn meine Aussage ist, das kann durchaus sein. Also ich hätte vielleicht dazu sagen sollen, laut OpenTable eben war es so. Ich bin mir nicht sicher, wie die das genau gemacht haben. Ich bin davon ausgegangen, dass die jetzt nur Restaurants genommen haben, wo das Buchungssystem auch schon letztes Jahr zur Verfügung stand, aber das weiß ich nicht im Detail. Also da haben sie durchaus recht. Und man sollte solche einzelnen Indikatoren natürlich auch nie überbewerten. Genau, also das auf jeden Fall mit dazu. Das stimmt, und dieser Einwand, ja, das ist unter Umständen durchaus ein berechtigter Einwand. Genau. Ja, ganz interessant, auch dieser WAI, dieser wöchentliche Aktivitätsindex, den Sie jetzt hier sehen. Ich weiß nicht, sieht man auch meine Excel-Seite? Ja. Das Ja, die Diagramm. sehen wir. Ja, Genau, wir sehen super. Genau. deinen kompletten Bildschirm, ja. Genau, super, wunderbar. Genau, also ja, also dieser Indikator wurde jetzt natürlich schon rückberechnet von der Bundesbank auch bis zum Jahr 2004. Natürlich, sonst würde dieser Indikator auch wenig Sinn machen. Ja, wir sehen es hier auch bei diesem Indikator, also einen ganz scharfen Einbruch ab Mitte März, wobei das hier etwas zeitverzögert war. Das liegt jetzt hier auch an der Konstruktion dieses Index, auf das möchte ich jetzt gleich nochmal eingehen. Ja, und dann sieht man zumindest auch hier so eine ganz scharfe V-förmige Erholung, und wir sehen jetzt sogar, dass ja der letzte Wochenwert lag bei 3,71%. Ja, und das heißt, das würde heißen, die Wirtschaft wächst ja sogar schon wieder, und sie wächst sogar so stark wie noch nie. Also wenn man das jetzt vielleicht etwas oberflächlich betrachten würde, man muss sich aber tatsächlich etwas genauer damit auseinandersetzen, was dieser Indikator misst und wie er es misst. Und zwar tatsächlich ist es so, ich habe es ja gesagt, welche Indikatoren da reinfließen in diesen wöchentlichen Aktivitätsindex. Und da ist es tatsächlich so, dass hier immer die letzten 13 Wochen werden da mit den 13 Wochen zuvor verglichen. Also es entspricht sozusagen dem trendbereinigten Wachstum der vergangenen 13 Wochen gegenüber der 13-Wochen-Periode, die davor lag. Ja, und weil das eben so ist, hat dieser Indikator natürlich einen ganz starken Basiseffekt. Denn die letzten 13 Wochen, das war so, ich glaube, ab Mitte Juni bis jetzt. Und die 13 Wochen davor, die begannen so Anfang Mitte März. Und das heißt, der aktuelle Vergleichszeitraum umfasst sozusagen die Monate Juni bis, also Mitte Juni bis Mitte September im Vergleich zu Mitte März, ja, bis Mitte Juni. Und ganz klar, der Vergleichszeitraum, auf den sich dieser Indikator eben aktuell bezieht, das ist natürlich genau dieser Zeitraum, wo die Lockdowns aktiv waren, wo die Wirtschaftsaktivität sozusagen ganz am Boden oder am stärksten am Boden lag. Das heißt, durch diesen Vergleichszeitraum aktuell ist es einfach so, dass dieser Indikator jetzt natürlich ein starkes Wachstum anzeigt. Denn ganz klar, von Mitte Juni bis Mitte August war die Wirtschaftsaktivität natürlich wieder höher als in dem Lockdown-Zeitraum davor. Also man muss ganz genau darauf achten, was dieser Indikator anzeigt. Und ja, durch diesen scharfen Lockdown, den es da eben gab, also bei früheren Krisen, auch 2008, war es ja nicht so, dass da praktisch mit einem Schlag mehr oder weniger die Wirtschaftsaktivität unterbunden wurde. Aber durch diese Corona-Lockdowns war es tatsächlich so, dass da auf einen Schlag mehr oder weniger ja, größere Teile der Wirtschaft plötzlich stillgelegt wurden. In Deutschland war es ja gar nicht so extrem, aber in anderen Ländern war es zum Teil sehr extrem. Da wurden ja dann auch Industrie und so weiter musste auf einmal schließen. Und das war ja in Deutschland nur in Ausnahmefällen der Fall. Aber in Deutschland war es natürlich auch so, dass da wie einige Bereiche, Gastronomie, Hotellerie und so weiter, Tourismus, urplötzlich weggefallen sind. Und es gab dann eben so einen scharfen Einbruch. Und aufgrund dieses Vergleichseffekts ist es eben so, dass dieser Indikator aktuell ein starkes Wachstum anzeigt.
Ja, es wird ganz interessant sein, wie sich dieser Indikator entwickelt, wenn wir jetzt nicht mehr als Vergleichszeitraum diesen Zeitraum haben, der auch die Lockdowns umfasst, sondern das verlagert sich ja jetzt Woche um Woche sozusagen um eine Woche nach vorne. Und ja, also ich bin selber sehr gespannt, muss ich sagen, wie sich dieser Indikator entwickelt. Auf den ersten Blick kann man aber schon konstatieren, zumindest in Deutschland war es ansatzweise auf jeden Fall so, dass auch die Realwirtschaft schon so eine Art V-förmige Erholung zumindest am Anfang hingelegt hat. Es bleibt abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt, und es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass da natürlich nochmal was hinterherkommt. Sie wissen auch so Sachen wie Anzeige zur Insolvenz und sowas wurden dann ausgesetzt im Corona, durch die Corona-Maßnahmen, und wenn es dann wieder kommt und vielleicht einige Unternehmen auch Insolvenz anmelden müssen und so weiter, dann kann natürlich durchaus sein, dass sich da auch die Realwirtschaft nochmal stark eintrübt. Aber Zeitpunkt jetzt kann man sagen, die Wirtschaft hat sich doch nach den Lockdowns auch wieder recht schnell erholt. Jedenfalls schneller, als es viele am Anfang gedacht hätten. Das auf jeden Man Fall. spricht ja auch von vielen Zombie-Firmen in der Zwischenzeit. Erstmal viel Ja, billiges Geld, auf richtig. der anderen Seite keine Insolvenzen angemeldet. Also da könnte jetzt uns aber auch ein stürmischer Herbst bevorstehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also stürmischer Herbst und auch durchaus ein stürmisches 2021. Also ich glaube, ich glaube, bei einem Insolvenzgrund ist sogar bis März irgendwie verlängert worden, März 2021, dass da Insolvenzen nicht angezeigt werden müssen und so weiter. Und klar, in den Bilanzen der Firmen schlummern natürlich große Risiken. Bei der Lufthansa war es jetzt auch zu lesen, die Tage, dass ja, wenn es so bleibt, wie es jetzt aktuell ist, dann geht der Lufthansa eben trotz dieser Staatsmilliarden, trotz dieses Hilfspakets, das da beschlossen wurde, also wenn nicht wieder mehr Leute fliegen, dann geht der Lufthansa trotzdem 2021 wieder das Geld aus, hat das Handelsblatt geschrieben. Also solche Sachen, ja, darf man natürlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die endgültigen Folgen wird man wahrscheinlich erst so 2021, 2022 wird man da wirklich endgültig Bilanz ziehen können, um zu sehen, welchen wirtschaftlichen Schaden das angerichtet hat und wie lange es dauert, um das eben wieder auszugleichen. Genau. Ja, oder auch am US-Arbeitsmarkt zum Beispiel. In den USA, wo es ja keine Kurzarbeit ist, da ist natürlich durch die Corona-Lockdowns auch die Arbeitslosigkeit sehr stark angestiegen. Das wurde jetzt am Anfang noch ausgeglichen durch großzügige Schecks von der US-Regierung. Sie wissen das ja, da haben viele $1.200, glaube ich, im Monat bekommen, oder ich weiß gar nicht, waren es sogar $600 pro Woche, ich weiß es gar nicht genau. Also da gab es ein großzügiges Hilfspaket auch für die normale arbeitende Bevölkerung, das allerdings ausgelaufen ist vor ein paar Wochen, und ja, Demokraten und Republikaner versuchen sich gerade auf ein weiteres Hilfspaket zu einigen. Es ist aber unklar, ob das jetzt vor der US-Präsidentschaftswahl noch gelingt und ob dann auch die normalen Amerikaner noch weiterhin Schecks von der US-Regierung bekommen, um den Konsum aufrechtzuerhalten. Also auch da völlig unklar, wie sich das weiterentwickelt. Die Arbeitslosenquote ist doch deutlich angestiegen im Zuge der Corona-Maßnahmen. Es gab am Anfang großzügige Regierungshilfen, die aber teilweise ausgelaufen sind. Und ja, also auch da wird man dann erst nächstes Jahr wahrscheinlich so richtig sehen, welche Folgen das überhaupt hat für die US-Wirtschaft, aber auch für die Weltwirtschaft. Denn Sie wissen ja, der US-Markt ist natürlich auch für deutsche Unternehmen ein wichtiger Absatzmarkt. Sehen wir jetzt schon die Aktienmärkte, die eventuell genau diese Entwicklung vorwegnehmen? Weil im Endeffekt, es gab einen kurzen Einbruch, dann ging es jetzt in einer V-Formation hoch und jetzt bröckelt, so das alles ein bisschen unsicher. Ja, Realisiert genau. Also man das jetzt erst, dass ich 2021 nicht so doll werden könnte? möglicherweise, ja, genau. Also auf jeden Fall die Erklärung für die schnelle Erholung war natürlich auch, ja, zum einen natürlich, dass man hier eben eingepreist hat, dass es zwar vorübergehend schweren Schaden anrichten wird, aber dass sich dadurch die langfristigen Aussichten von vielen Unternehmen gar nicht unbedingt mal so stark eingetrübt haben. Klar, in bestimmten Sektoren sieht es natürlich ganz anders aus.
Und das sieht man natürlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel den Lufthansa-Chart oder was Ähnliches aufmacht. Da sieht es natürlich dann im Einzelfall natürlich, oder auch TUI oder so, kann man sich anschauen. Da sieht es natürlich ganz anders aus. Sie sehen hier, da gab es dann auch erstmal so eine relativ starke Erholung wieder, aber die wurde dann auch wieder zu einem großen Teil abverkauft, kann man sagen. Und zwar trotz des Hilfspakets, das da verabschiedet wurde. Ich glaube, das war gerade so in den Zeit. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann das verabschiedet wurde, aber wir stehen jetzt praktisch wieder auf einem Niveau, wo die Lufthansa auch schon vor Verabschiedung des Hilfspakets mal stand. Und also klar, in solchen Sektoren preist der Markt natürlich ein, dass es hier längere Zeit schwierig sein wird, dass es hier möglicherweise auch mehrere Jahre lang schwierig sein wird. Aber am Gesamtmarkt hat man dann doch tatsächlich angenommen, dass es da zu einer recht schnellen Erholung kommt. Und ja, wie Holger ja eben schon gesagt hat, es wird ja immer so gesagt, der Markt nimmt die realwirtschaftliche Entwicklung vorweg. Und das war eigentlich so auch die gängige Interpretation. Also zum einen wird es langfristig nicht so viel Schaden anrichten, und zum anderen hat natürlich auch geholfen, dass die Notenbanken hier Liquidität in noch nie dagewesenem Maße zur Verfügung gestellt haben. Die Zinsen sind extrem stark gesunken, und Sie wissen, wenn das Zinsniveau sinkt, dann macht das natürlich auch Unternehmensgewinne, die in der Zukunft liegen, wertvoller, weil ja das, also wenn man so ein Discounted Cashflow-Modell zum Beispiel macht, da muss man ja Gewinne, die erst in Zukunft auftreten von den Unternehmen, die muss man ja abzinsen zu einem bestimmten Zinsniveau, und wenn dann die Zinsen natürlich viel niedriger sind, dann ist es auch so, dass Gewinne, die erst in Zukunft erwirtschaftet werden, auf einmal sehr viel wertvoller sind. Und das erklärt dann auch, dass durch dieses Drücken des Zinsniveaus, durch die neuen riesigen Anleihekäufe, die jetzt die Notenbanken da gestartet haben, dass dann natürlich auch die Einschätzung für Aktien wieder optimistischer wurde. Und darauf möchte ich jetzt auch noch ganz kurz eingehen, und zwar auf die Bewertung am US-Aktienmarkt. Ja, es war ja schon vor dem Corona-Crash eigentlich so, dass die Bewertungen, man sieht es hier anhand dieses sogenannten Schiller-KGVs, das Schiller-KGV, ja, das berechnet sich wie so ein normales KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis. Sie wissen, da wird der Kurs ins Verhältnis zu den Unternehmensgewinnen je Aktie gesetzt. Beim Schiller-KGV ist jetzt so, da werden praktisch die Gewinne des gesamten S&P 500 in Beziehung zu diesem Index gesetzt, und zwar nicht die Gewinne des vergangenen Jahres oder die Schätzungen für das aktuelle Jahr, sondern damit man hier eben so starke Schwankungen bei den Unternehmensgewinnen, die ja auftreten können, rausrechnen kann, nimmt man hier eben den Gewinn der letzten 10 Jahre, und zwar auch den inflationsbereinigten Gewinn der letzten 10 Jahre, ja, und setzt ihn eben ins Verhältnis zum Kurs, und dann sieht man eben, also 15 bedeutet zum Beispiel, ja, dass der S&P zum 15-fachen des Jahresgewinns der Unternehmen gehandelt wird. Also die Unternehmen müssten sozusagen, also in 15 Jahren, wenn sie so wollen, würden sich durch die Gewinne, die die Unternehmen erwirtschaften, würde sich ein Investment in den S&P 500 amortisieren, wenn man so will. Also so lange würde es praktisch dauern, wenn die Unternehmensgewinne konstant bleiben, um das aktuelle Bewertungsniveau ja, zu verdienen anhand der fundamentalen Unternehmensgewinne. Ja, und wenn man dieses Schiller-KGV als Maßstab nimmt, dann war es vom Corona-Crash so, dass der US-Aktienmarkt eigentlich so hoch bewertet war wie nur zu 2 anderen Zeiträumen. Also das gilt jetzt allerdings schon seit 2017, beziehungsweise seit 2016 war das schon mehr oder weniger so. Da war der Aktienmarkt so hoch bewertet wie eigentlich nur vor der Weltwirtschaftskrise 1929 und wie vor dem Platzen der Technologieblase 2001. Damals ging es, zumindest 2001, ging es noch deutlich höher. Da war das Schiller-KGV sogar mal kurzzeitig bei einem Wert von 44. Aber Sie sehen, ja, aktuell liegt es auch nach dem Crash jetzt wieder bei über 30. Und ja, das ist eigentlich so hoch wie eben nur vor diesen beiden Perioden in der Vergangenheit. Also wenn man nach diesem Schiller-KGV gehen würde, müsste man sagen, der Aktienmarkt ist nach wie vor sehr, sehr hoch bewertet. Klar, der Crash, es gab ja auch eine starke Erholung. So gesehen keine so große Überraschung. Es gab eine starke Erholung nach dem Crash, und der Aktienmarkt ist nach wie vor sehr, sehr hoch bewertet. Die Frage ist aber, inwieweit die Gewinne gehalten werden können. Das kommt ja noch hinzu. Das auf jeden Fall. Also man nimmt ja hier den 10-Jahres-Durchschnitt, und das würde bedeuten, dass man natürlich annimmt, dass in den kommenden 10 Jahren die Unternehmen ungefähr so viel verdienen werden wie in den vergangenen 10 Jahren. Das Kann man wollte sich ich gerade natürlich sagen.
Genau, kann man sich natürlich die Frage stellen, wie realistisch das ist. Und man kann natürlich auch zu der Einschätzung gelangen, das ist nicht sehr realistisch. Wenn man jetzt annehmen würde, zum Beispiel, dass die Corona-Maßnahmen dann noch längerfristig irgendwelchen Schaden anrichten oder dass wir gar dauerhaft hier mit Einschränkungen leben müssen in bestimmten Sektoren, dann würde das natürlich ganz anders aussehen. Es sieht aber auch, was bei dieser Analyse des Schiller-KGVs völlig unberücksichtigt bleibt, und ich habe es eben schon darauf hingewiesen, das Zinsniveau spielt natürlich auch immer eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und man kann auch bei Anleihen, kann man im Prinzip auch so eine Art KGV berechnen, also einfach, das ist im Prinzip einfach der Kehrwert der Rendite, also wenn eine Anleihe bei einem Prozent rentiert, teilt man einfach 100% durch 1% und dann hätte man so ein Anleihe-KGV in Anführungszeichen von 100, könnte man sagen. Also der Kehrwert der Rendite gibt sozusagen die Bewertung der Anleihen an. Und da ist tatsächlich so, dass dadurch, dass das Zinsniveau eben so stark gedrückt wurde, ja, sind Anleihen noch viel höher bewertet als Aktien, wenn man so will. Also bei den US-Staatsanleihen ist die 10-jährige Anleiherendite aus den USA, also der Kehrwert, mehr oder weniger abgebildet. Und ja, da war es so, dass auch in den vergangenen Jahren, Sie wissen ja, in Europa hatten wir jetzt schon längere Zeit auch Negativzinsen, auch negative Anleiherenditen bei längerfristigen Anleihen. Aber in den USA war das bei 10-jährigen Staatsanleihen noch nicht der Fall. Und ja, aber da hat sich jetzt auch das Zinsniveau ganz stark eben der Nulllinie genähert. Und ja, also dadurch ist sozusagen, wenn man so eine Art Anleihe-KGV berechnet, ist es auch in die Höhe geschossen. Ja, was man dann machen kann, man kann sozusagen die Bewertung des Aktienmarktes ins Verhältnis zu den Bewertungen am Anleihemarkt setzen, weil es ist ja tatsächlich so, wenn Sie jetzt irgendeinen Großinvestor nehmen, der muss ja sein Geld irgendwo anlegen. Also der kann es entweder in Staatsanleihen zum Beispiel anlegen oder der kann es in Aktien anlegen. Aber das nicht anzulegen ist für den tatsächlich keine Alternative. Das geht gar nicht. Das heißt, für den stellt sich dann häufig die Frage, lege ich das in Staatsanleihen an, die als sicher gelten, die jetzt aber auch in den USA praktisch keine Zinsen mehr abwerfen, nach den Maßnahmen der Notenbanken, oder packe ich es in den Aktienmarkt, der zwar sehr hoch bewertet ist, aber ja, wo die Unternehmen ja immerhin noch Gewinne erwirtschaften und es zum Teil auch ausschütten. Das heißt, ja, institutionelle Investoren stehen eben häufig vor dieser Qual der Wahl, dass sie sagen müssen, ich muss das Geld irgendwo anlegen, entweder am Aktienmarkt oder am Anleihemarkt. Und wenn man dann sozusagen die relative Bewertung von US-Aktien ins Verhältnis setzt zur Bewertung am Anleihemarkt, dann ergibt sich tatsächlich ein ganz anderes Bild als beim Schiller-KGV. Dann ist es tatsächlich so, dass eben wegen dieses niedrigen Zinsniveaus ist es tatsächlich so, dass die Bewertung von US-Aktien sogar noch sehr niedrig ist. Also klar, auch das sollte man jetzt nicht überbewerten und auch daraus sollte man keine falschen Schlüsse ziehen. Aber also unter Berücksichtigung des Zinsniveaus, und wenn man jetzt annimmt, wir bleiben dauerhaft bei 0% Zinsen, dann ist es durchaus nicht so, dass man sagen kann oder dass das sich von selber ergibt, dass die Aktienmärkte extrem hoch bewertet sind. Obwohl die Märkte seit 2008 stark gestiegen sind, muss man eben sagen, ja, die Bewertungen am Anleihemarkt sind noch viel stärker gestiegen. Und ja, wenn man das eben ins Verhältnis setzt, ist es tatsächlich so, dass man durchaus auch Argumente dafür finden kann, warum eben der Aktienmarkt vielleicht doch noch ein gar kein schlechter Markt ist, um eben Geld anzulegen, weil die Alternativen sind eben auch nicht besser. Bei Anleihen gibt es keine Zinsen mehr, festverzinslich gibt es keine Zinsen mehr, wenn Sie das Geld festverzinslich anlegen. Und ja, bei Immobilien sieht es im Prinzip genauso aus wie bei Aktien. Da sind die Bewertungen eben auch explodiert seit 2008. Also da sieht es auch nicht besser aus. Man kann es ja zum Beispiel anhand der Mietrendite oder Ähnlichem kann man das ja messen. Und da sieht es im Prinzip ähnlich aus wie am Aktienmarkt. Auch da sind die Bewertungen explodiert und sind extrem hoch. Und die Aktien sind also im Vergleich zu den anderen Märkten gar nicht mal so arg teuer Die unbedingt. Frage ist natürlich dann, wo fließt das Geld weiterhin hin? Ja, also das Richtig. ist ja also schwierig zu sagen, ja, weil da, wo das Auf Geld jeden Fall. hinfließt, ist die Performance. So ist es, genau. Ganz genau. Gut, ja, wir sind jetzt aber in der Zeit schon ziemlich weit fortgeschritten und deswegen möchte ich jetzt dann tatsächlich auch, ja, mich mehr den Charts widmen hier auf Guidance. Und genau, also wir hatten ja schon ein paar Charts offen. Also ganz klar, Nasdaq 100, Apple, Tesla, solche Sachen werden uns interessieren. Gerne auch die Werte nochmal die Aufforderung, dass Sie gerne Ihre Werte dann auch
dann auch hier Ja. im hier in den Fragen stellen dürfen und Ich habe schon eine große Liste hier für dich, Oliver. Ich bin super, sogar okay. schon so weit übergegangen, dass ich jetzt Striche mache bei den Ah einzelnen ja, okay. Aktien, weil bei der Anzahl der Basiswerte, die wir jetzt schon haben, sind wir noch bis mindestens 9 Uhr beschäftigt. Insoweit, aber wir Okay, gehen mal super. los. Ich sammle noch Dann ein müssen bisschen. wir auf jeden Fall mal loslegen, so ist es. Und ja, genug der Vorworte. Ich habe schon gesagt, ich werde jetzt bei dieser Analyse heute einen ganz besonderen Indikator nehmen. Und dabei handelt es sich eben um diesen Ichimoku Kinkohio, heißt der Kinkohio. Etwas schwierig auszusprechen, stammt aus Japan tatsächlich, wurde von einem japanischen Wirtschaftsjournalisten ja, über eine ziemlich lange Zeit entwickelt, wurde erstmals 1968 veröffentlicht, ja, und ja, da war lange Zeit so eine Art Geheimtipp, muss man sagen. Also wurde in Japan eingesetzt, wurde auch von so ein paar Kennern in Europa und den USA eingesetzt, wurde dann aber erst so in den letzten Jahren oder in den letzten ein, zwei Jahrzehnten so richtig populär, wo sich dann auch mehr Menschen mit technischer Analyse und Ähnlichem beschäftigt haben. Technische Analyse wurde ja mehr oder weniger, wenn man so will, zweimal erfunden. Einmal in den USA von Charles Dow und so weiter. Aber auch in Japan wurde tatsächlich technische Analyse schon seit, ich glaube, seit dem 17. Jahrhundert oder so praktiziert. Früher, da gab es ja schon so eine Art Futures-Markt für Reis früher. Und genau, und ja, diese Candlesticks-Darstellung, die ja inzwischen auch bei uns üblich ist, die stammt tatsächlich auch ursprünglich aus Japan. Und was auch aus Japan stammt, ist eben dieser Indikator, der da entwickelt wurde. Ich habe es gesagt, von dem Wirtschaftsjournalisten 1968 erstmals veröffentlicht. Ja, und es handelt sich eigentlich nicht nur um einen Indikator, sondern es handelt sich, wenn man eigentlich so will, um komplettes Handelssystem, weil man anhand dieses Indikators gleich verschiedene Dinge ablesen kann. Auf den ersten Blick wirkt es etwas verwirrend, weil da, ja, weil da unterschiedliche Linien im Chart dargestellt sind. Wenn man sich das nicht schon öfters mal angeschaut hat, dann sieht es am Anfang vielleicht verwirrend aus. Ist aber tatsächlich so, wenn man sich das ein paar Mal angeschaut hat, dann sieht es überhaupt nicht mehr verwirrend aus, sondern dann helfen diese Linien tatsächlich, um hier auf relativ schnelle Art und Weise zu einer technischen Einschätzung zu einem Basiswert zu gelangen. Und das ist eigentlich auch das Tolle an diesem Ichimoku-Indikator, jedenfalls von meiner Warte aus. Ich komme ja eher aus dem fundamentalen Bereich, ich habe es gesagt. Dieser Ichimoku-Indikator, anhand dieses Indikators kann man sozusagen relativ systematisch und relativ objektiv eine Einschätzung zu einem Basiswert vornehmen. Das heißt natürlich nicht, dass sich der Wert dann nachher so entwickeln wird unbedingt, wie man das jetzt anhand dieses Indikators bestimmt. Aber es gibt zumindest wie will man sagen, eine festgesetzte Vorgehensweise, um anhand dieses Indikators eben zu einer Aussage zu gelangen. Genau, und ja, ich habe es gesagt, eigentlich eine Art Handelssystem, wenn man so will. Also man könnte das auch mechanisch mehr oder weniger umsetzen. So nutze ich das aber tatsächlich nicht, sondern ich nutze das auch, ja, um eben diskretionäre Handelsentscheidungen zu unterstützen anhand dieses Indikators. Es ist praktisch eine Art Trendfolgesystem, wenn man so will. Also Sie wissen ja, die Chartanalyse basiert mehr oder weniger darauf, dass man eben postuliert, es gibt an den Märkten Trends und diese Trends will man identifizieren. Und dieses Ichimoku-System, dieser Ichimoku-Indikator ermöglicht eben anhand eines systematischen Vorgehens zu bestimmen, ob hier ein Trend vorliegt und wenn ja, in welche Richtung dieser Trend eben bei einem bestimmten Basiswert zeigt. Ja, und ja, die weiteren Erklärungen. Dann am besten anhand eines Beispiels. Wir sehen jetzt hier den Nasdaq-100-Chart in dieser Ichimoku-Darstellung eben. Ich habe es gesagt, zu diesem Ichimoku-Indikator gehören fünf Linien. Dann noch ein farbiger Bereich zwischen zwei dieser Linien. Genau, und das ist eigentlich schon alles. Also fünf Linien muss man sich im Kopf, ja, beziehungsweise muss man im Chart betrachten und kann dann anhand dieser Linien eben Aussagen zum Könntest du Markt den ableiten. Ja, Chart etwas vergrößern? Ich habe gerade das die mache ich, Anfrage. genau. Das Auf jeden wäre Fall, ich toll. mache es Super. als Vorbild. Dankeschön. Ganz genau. Dankeschön. Auch an den Ja, Teilnehmer, der.
Super, genau. Also ich habe gesagt, fünf Linien am Anfang. Am Anfang sieht man da wahrscheinlich den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber man gewöhnt sich tatsächlich relativ schnell dran. Und wenn man das ein paar Mal benutzt hat, dann sieht man die Linien gar nicht mehr so intensiv, sondern man sieht dann anhand dieser Linien eigentlich recht schnell, was der Markt mehr oder weniger macht. Das Auffälligste ist hier diese Wolke. Als Wolke wird es auch bezeichnet. Das ist eben hier dieser Bereich zwischen diesen beiden Linien, der hier abgebildet ist. Aber ich fange jetzt mal zur Erklärung an mit den anderen Linien. Ich erkläre ganz kurz, wie die berechnet werden. Zur Interpretation muss man das aber nicht unbedingt im Hinterkopf haben. Da muss man nicht bei jeder Linie genau wissen, wie sie jetzt genau berechnet wird. Wir sehen hier einmal diese blaue Linie. Das ist der sogenannte Tenkan-Sen und der wird berechnet, indem von den letzten 9 Handelstagen jeweils der höchste Kurs, also der höchste Kurs in dieser Periode und der tiefste Kurs genommen wird und daraus wird ein Durchschnitt berechnet. Also wir schauen jetzt praktisch hier die letzten 9 Tageskerzen an und nehmen den höchsten Kurs. Der höchste Kurs wäre jetzt irgendwo hier. Und der tiefste Kurs wäre irgendwo hier und der Mittelwert bildet dann sozusagen hier diese blaue Linie, diesen Tenkan-Sen. Wird auch als drehende Linie, Turning Line im Englischen bezeichnet. Wegen dieser 9-Tagesperiode reagiert diese Linie etwas schneller, zum Beispiel als diese rote Linie. Die rote Linie wird genau auf gleiche Art und Weise konstruiert, hat hier aber nicht die letzten 9 Tage sozusagen als Grundlage, sondern die letzten 26 Tage. Dreht also, beziehungsweise ja, reagiert also etwas träger als diese blaue Linie auf Kursveränderungen oder auf einen Trend, der sich zum Beispiel ausbildet. Dann gibt es noch hier diese schwarze Linie, die wird als Chikusen bezeichnet und diese schwarze Linie ist nichts anderes als der aktuelle Kurs, der hier 26 Tage in die Vergangenheit verlagert wird, projiziert wird sozusagen. Also wir sind hier 26 Handelstage in der Vergangenheit und da ist praktisch der aktuelle Kurs abgebildet. Um So, wir 26 haben jetzt Tage. die Ersten, die sagen, wir wollen jetzt Aktien sehen. Oliver. Kommt sofort, ja, kommt sofort. Also, Genau. okay, dann gehe ich jetzt ganz schnell zur Interpretation über. Wie interpretiert man jetzt Aussagen mit diesem Indikator? Also, es ist tatsächlich so, dass diese Linien liefern 5 Einzelsignale, die bei den meisten Signalen entweder auf Long oder Short stehen können und bei manchen Signalen auch auf Neutral stehen können. Wie bestimmt man das jetzt anhand dieses Indikators? Also beim Nasdaq 100 mache ich es jetzt mal vor. Man schaut sich zuerst diese Wolke an. Und zwar schaut man sich an, ob der Kurs über dieser Wolke steht oder unter dieser Wolke. Der Kurs steht über dieser Wolke. Das bedeutet, dieses erste Teilsignal steht auf Long, weil der Kurs eben über dieser Wolke steht. Dann schaut man sich die Farbe dieser Wolke an, und zwar hier am rechten Rand. Welche Farbe hat diese Wolke? Die Wolke ist hier in diesem Fall grün und nicht rot, was ein zweites Long-Signal ist. Dann schaut man sich an, wo steht der Kurs im Verhältnis zu diesem Kitchun Sen, das ist diese rote Linie. Und der Kurs steht tiefer als diese Linie und das wäre ein Short-Signal. Sie sehen, also man kann entweder die einzelnen Signale handeln, man kann aber auch anhand der Gesamtlage sich sozusagen ein Bild bilden und anhand dieses Gesamtbildes eine Aussage ableiten. Aber man hätte zum Beispiel auch dieses Unterschreiten, hier dieses Kitchun Sen, das wäre sozusagen ein erstes Short-Signal gewesen, das trat hier ja am 4.9. auf. Das war, glaube ich, der Freitag. Also, wir haben jetzt bisher 2 Long-Signale, Wolke grün, Kurs über der Wolke. Wir haben ein Short-Signal, Kurs unter dem Kitchun-Sen. Dann schaut man sich den Tenkan-Sen, die blaue Linie im Verhältnis zum Kitchun-Sen an und die Linie steht drüber, die blaue Linie steht über der roten Linie. Das ist ein weiteres Long-Signal. Wäre das dritte Long-Signal, das hier aktuell noch aktiv ist. Ja, und dann schaut man sich noch diese verzögerte Linie an, diesen Chikusen, und zwar im Verhältnis zum Kurs und die Linie steht über dem Kurs und ja, ebenfalls ein Long-Signal. Also beim Nasdaq 100 wäre es tatsächlich so, trotz dieses starken Kursrutsches liegen hier aktuell noch 4 Long-Signale nach dem Ichimoku-System vor und ein Short-Signal inzwischen. Das jüngste Signal hat natürlich auch einen gewissen höheren Wert, wenn man so will, als die älteren Signale, die jetzt nicht vor kurzem aufgetreten sind, schon vor längerer Zeit. Aber aktuell ist die Lage tatsächlich noch so. Hier liegen 4 Long-Signale und ein Short-Signal bisher vor.
Ja, wenn der Kurs jetzt auf dem aktuellen Niveau bleibt, dann wird er irgendwann auch in die Wolke reinfallen, oder wenn er weiterfällt, dann fällt er unter die Wolke zurück. Das wäre dann ein weiteres Short-Signal. Genauso, wenn dieser JiKu unter den damaligen Kurs fallen würde, wäre ein weiteres Short-Signal. Aber man kann sozusagen festhalten, aus Ichimoku-Sicht überwiegen, haben hier aktuell beim Nasdaq 100 noch die Bären einen Vorteil, auch wenn das letzte Signal tatsächlich ein Short-Signal war. Also hier hätte man tatsächlich auch nach diesem Ichimoku-System Short gehen können, ja, und hätte dann eben darauf spekuliert, dass es weiter abwärts geht. Und genau, also der Nasdaq 100 sieht tatsächlich technisch nach diesem Ichimoku-System noch relativ stark aus. Und das liegt einfach daran, muss man sagen, dass der Kurs einfach vor diesem Einbruch auch extrem stark gestiegen ist. Und durch diesen starken Anstieg hat er sich natürlich auch, wenn man so will, hier einen gewissen Puffer erarbeitet, der jetzt erst abgebaut werden müsste, um hier auch nach diesem Trendfolgesystem einen Trendwechsel zu signalisieren. Werfen wir mal einen Blick auf Einzelaktien, auf Tesla zum Beispiel. Tesla ja auch ein ganz heißer Basiswert, und wir sehen, dass da hier die Lage eigentlich genau gleich aussieht wie im Nasdaq 100. Auch trotz dieses starken Einbruchs ist hier tatsächlich genauso. Es gibt ein Short-Signal, der Kurs ist hier unter diesen Kitchen-Sen gerutscht. Diese rote Linie wäre ein erstes Short-Signal gewesen, aber ansonsten überwiegen hier noch die Long-Signale. Ja, und Sie wissen ja, während der vergangenen Jahre gab es eine super funktionierende Strategie am Markt, und die hieß Buy the Dips. Das heißt, immer wenn der Markt eingebrochen ist, ist man long gegangen, und ja, musste halt nur eine gewisse Zeit warten, und dann war es nur eine Frage der Zeit, bis man im Gewinn war sozusagen. Also diese Buy the Dips-Strategie hat in den vergangenen Jahren sehr gut funktioniert. Natürlich nicht bei jedem Basiswert, aber in den großen Indizes hätte es wunderbar funktioniert. Ja, und also wenn man dieser Meinung ist, dass es weiterhin funktionieren wird, dann könnte man sozusagen diesen starken Kursrücksetzer natürlich auch als möglichen Long-Einstieg nehmen. Aber natürlich keineswegs ausgeschlossen, dass der Kurs weiterfällt, dass auch hier nach dem Ichimoku-System eben weitere Short-Signale entstehen. Ich möchte noch kurz Microsoft zeigen, denn da ist tatsächlich schon etwas weiter fortgeschritten, oder da war es etwas weiter fortgeschritten. Ich habe den Chart tatsächlich heute Morgen das letzte Mal offen gehabt, und da war nur diese Katze hier zu sehen. Da war der Kurs bereits in die Wolke hineingerutscht, und Sie sehen hier auch, dass diese beiden Linien auf einem Niveau lagen. Diese schwarze Linie lag nicht mehr über dem Kurs. Also Stand heute Morgen war es tatsächlich so, dass es hier inzwischen drei neutrale Signale gab und ein Long- und ein Short-Signal. Also hier war dann im Prinzip eine trendlose Phase inzwischen angezeigt durch den Ichimoku-Indikator. Dadurch, dass die Kerze jetzt wieder über die Wolke gestiegen ist, hat sich das Bild nach Ichimoku wieder etwas aufgehellt, kann man sagen. Aber ja, ganz klar, Microsoft auf jeden Fall hier vorsichtiger zu beurteilen als zum Beispiel Tesla nach diesem Ichimoku-System eben. Wie sieht es jetzt bei anderen Basiswerten aus? Ich mache jetzt mal ganz schnell DAX, Euro, US-Dollar und Gold, und dann werden wir uns auch die Werte anschauen, die Sie gewünscht haben sozusagen. Beim DAX ist tatsächlich so, hier liegen fünf Long-Signale nach dem Ichimoku-System bisher vor. Es gibt ja allerdings auch keinen so ganz großen Puffer. Also wenn der Kurs wieder zurückfallen würde, könnte es doch recht schnell, also schneller auf jeden Fall als beim Nasdaq 100, auch wieder Signale für einen Short-Trend geben sozusagen. Aber aktuell ist es tatsächlich noch so, dass hier noch die Long-Signale klar überwiegen. Also es gibt hier noch fünf Long-Signale und noch kein Short- oder neutrales Signal. Genau. Beim Euro-US-Dollar war es so, da hatten wir auch einen starken Aufwärtstrend. Also der Euro hat gegenüber dem Dollar stark zugelegt, oder man kann es auch andersrum sagen: Der Dollar hat in der Krise ziemlich stark abgewertet. Hatte natürlich auch was damit zu tun, dass die US-Notenbank so stark reagiert hat, dass die USA das Virus nicht so schnell unter Kontrolle gebracht haben wie die Europäer. Und da hat der Euro recht, also könnte man zumindest so interpretieren, da hat der Euro ziemlich stark zugelegt eine gewisse Zeit lang. Hier sieht es so ähnlich aus wie beim Nasdaq im Prinzip, kann man sagen. Also da gab es auch schon erst das Short-Signal. Der Kurs ist hier wieder unter diesen Kitchen-Sen zurückgefallen, unter diese rote Linie. Nach den vier anderen Teilindikatoren gibt es ja aber aktuell ebenfalls noch Long-Signale. Ja, und bei Gold sieht die Lage neutraler aus. Also
Der Kurs ist in der Wolke, das ist neutral zu werten, das wäre ein neutrales Signal. Die Wolke ist grün, das wäre ein Long-Signal. Die blaue und rote Linie, tatsächlich ist hier so, dass die blaue Linie ganz leicht über der roten liegt. Das wäre ein ganz, ganz leichtes, also wenn man reinzoomt, sieht man das jetzt. Ich glaube, das ist erst seit der heutigen Tageskerze wieder so, dass die blaue Linie über der roten liegt. Das wäre ein zweites ganz schwaches Long-Signal. Muss man natürlich auch abwarten, ob das jetzt so bleibt oder ob die Tageskerze heute Abend schon wieder anders aussieht. Das wäre ein zweites Long-Signal. Genau. Kurs Ab wann liegt. ist denn dann eigentlich ein Short-Signal? Erst dann, wenn wir unter die Wolke fallen? Ja, das war Genau, nämlich genau. einer Also der Punkte, genau. Wann ist ein richtig. Short-Signal gegeben? Genau, also bei der Wolke ist so, über der Wolke heißt Long, in der Wolke heißt neutral und unter der Wolke heißt Short. So ist es. Genau. Der Kurs liegt jetzt auch wieder über dem Kitchen, glaube ich, aber das ist alles hier, ja, das kann heute Abend auch schon wieder ganz anders aussehen als aktuell. Also es wäre ein drittes, ganz schwaches Long-Signal. Der Kurs liegt aktuell etwas höher als der Kitchen Sen, aber das sind tatsächlich nur wenige Cent, glaube ich, wenn ich das jetzt hier richtig gesehen habe. 46,16, 46,51, also ja, um ein paar Cent liegt es drüber. Das wäre ein drittes Long-Signal, wenn man jetzt streng danach vorgeht. Dann, Moment. Kurs in der Wolke neutral, genau, also ein neutrales, drei Long haben wir bisher und das hier wäre ein weiteres neutrales Signal, der Chiku liegt zwischen Kurs und Wolke, man nimmt da den damaligen Kurs und die Wolke zum damaligen Zeitpunkt, die Linie liegt zwischen Kurs und Wolke, also zwischen der damaligen Kerze und der Wolke, was neutral zu werten ist, wenn es drüber liegen würde, über dem Kurs und über der Wolke wäre es Long, wenn es unter der Wolke und unter dem Kurs liegen würde, wäre es Short. Hier ist es neutral, weil es zwischen Kurs und Wolke liegt. Also wir haben hier bei Gold drei ganz schwache Long-Signale, die aber auch davon abhängen, wo die Tageskerze heute endet. Da fehlt nicht viel, da fehlen immer nur ein paar Cent oder ein paar Dollar, um hier sozusagen ein anderes Signal zu liefern. Und wir haben zwei neutrale Signale. Also bei Gold neutral bis long, wenn man so will. Die Frage ist jetzt, welches ist denn das stärkste Signal von den fünf? Also ich kann nur davon ausgehen, wie ich das dann. Also viele nutzen tatsächlich nur die Wolke. Das kann ich mal. Das hat auch damit zu tun, dass das natürlich recht einfach abzulesen ist. Also viele schauen sich auch einfach nur die Wolke an und die nutzen das auch ganz anders. Die nutzen die Wolke, um da sozusagen Widerstandsniveaus und Unterstützungen abzuleiten. Ich habe jetzt gerade hier keinen Chart, bei dem man das sehr gut sehen kann, aber es ist tatsächlich so, bei einigen Charts ist es tatsächlich so, dass diese Wolkenoberkante oder die Unterkante auch ganz gut oder recht häufig so als Unterstützungen oder als Widerstände genommen werden können. Also bei vielen Basiswerten passt es. Beim Nasdaq war es zum Beispiel auch so, dass hier, wenn Sie sich diese rote Linie anschauen, die hat hier relativ häufig als Unterstützung gewirkt. Also ja, kann man natürlich auch sagen, das war jetzt hier Zufall, aber es gibt Leute, die vor allem die Wolke nutzen und die dann zum einen eben schauen, liegt der Kurs über der Wolke oder drunter, um so eine ganz grobe Trendbestimmung vorzunehmen und die dann aber auch die Wolkenoberkante oder Unterkante als mögliche Kursziele, als mögliche Widerstände, Unterstützungen betrachten. Also die Wolke ist wahrscheinlich, wenn man einen einzelnen Indikator nimmt, glaube ich, ist die Wolke der populärste Indikator zumindest. Ich benutze es etwas anders. Ich benutze sozusagen hauptsächlich die fünf Einzelindikatoren, so als um mir so ein Gesamtbild eben zu machen. Und ja, beim Nasdaq hätte das natürlich wunderbar funktioniert, ist aber bei jedem Trendfolgesystem so, in Trendphasen funktionieren solche Trendfolgesysteme natürlich wunderbar. Und da sind die fast so eine Art Gelddruckmaschine. Also Sie sehen hier, wir hatten jetzt praktisch also man muss ja auch aufpassen, weil manche Indikatoren ja zeitverzögert sind sozusagen, aber man hatte hier beim Nasdaq zum Beispiel, also so, ich weiß nicht so genau, aber auf jeden Fall spätestens Anfang Juni oder so hatte man hier ganz klare Long-Signale und Sie sehen, der Kurs steht natürlich heute deutlich höher als damals. Ist aber jetzt auch kein großes Wunder, denn wir hatten hier natürlich eine ganz ausgeprägte Trendphase und in solchen ganz ausgeprägten Trendphasen funktioniert das System natürlich super. Ja, wo es gar nicht funktioniert, ist natürlich, wenn wir hier so ein Seitwärtsgedattel haben.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das beim Nasdaq finde, aber man kann sich das hier schon so ganz gut vorstellen. Also hier gibt es dann natürlich, wenn der Kurs praktisch ständig von oben nach unten fällt und wieder zurücksteigt, dann gibt es hier natürlich ganz, ganz viele Fehlsignale, muss man sagen. Und ja, da kann man natürlich mit so einem Trendfolgesystem auch sehr viel Geld verdienen, sehr viel Geld verlieren, wenn man sich hier streng nach diesen Signalen richtet. Also man muss dann natürlich aufpassen, in solchen starken Seitwärtsmärkten oder in Basiswerten, wo man das weiß, dass die sich ganz stark, dass die zu solchen Range-Phasen neigen. Da muss man natürlich ganz stark aufpassen mit solchen Systemen, weil da kann man tatsächlich in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld verlieren, wenn man da jedes System, jedes Handelssignal umsetzt, weil da gibt es extrem viele Fehlsignale. Ich würde sagen, ich gebe dir jetzt mal ein paar Werte, Super, auf weil jeden die Fall. So müssen wir es Zuhörer jetzt warten machen. drauf. Wir kommen zum Ende. Genau. Ich habe schon dem einen oder anderen versprochen, wir werden etwas überziehen. Sorry, Oliver, auch Kein ohne das Problem. mit dir abzusprechen. So ein Das paar machen wir. Minuten würden Genau. wir dann rübergehen. Also, ich sag mal so, die Werte, die gewählt wurden, schau mal, Ja. das vielleicht kannst du auch am Anfang schon sagen, ob du sie kannst. Ja, Ja. wir haben auf der einen Seite eine Knorr-Bremse, sehr, sehr ungewöhnlich, auch ein bisschen Nebenwert, aber gerade ein Ja, aber deutscher Wert wurde sieht hier man doch, denke gefunden. ich. Genau. Genau, Nur Bremse. da haben wir sie, doch, ne, eben da, Ah ja, vorletztes. genau, ganz genau. Ja, Knorr-Bremse, also nach Ichimoku auch ganz klare Long-Ausgangslage, was natürlich auch daran liegt, dass dieser Basiswert stark gestiegen ist. Sie sehen aber auch hier natürlich, also in dieser Phase hätte man mit Ichimoku hier sehr viel Geld verloren, denn da gab es jede Menge Fehlsignale. Aber aktueller Stand, 5 Long-Signale, also Kurs über der Wolke, Wolke grün, Kurs über dem Kichun, Tenkan über dem Kichun und Chiku über Kurs und Wolke. Also 5 Long-Signale nach Ichimoku aktuell. Sehr schön. Wir haben eine Warta. Eine Warta, genau. Also man muss natürlich auch dazu sagen, ist tatsächlich aktuell natürlich bei vielen Aktien so. Das hat natürlich jetzt auch einfach damit zu tun, dass die Aktienmärkte stark gestiegen sind. Und da ist tatsächlich so, dass natürlich bei vielen Aktien aktuell noch Aufwärtstrends vorliegen, wenn man das anhand dieses Ichimoku-Indikators eben bestimmt. Und bei Wata ganz genauso. Auch hier haben wir 5 Long-Signale, also Kurs über Wolke, Wolke grün, Kurs über dem Kichun, Tenkan über dem Kichun und Chiku über Kurs und Wolke. Auch hier wäre aktuell der Indikator noch auf Long. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze wesentlich spannender wird bei einer TUI oder einer Lufthansa. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist so, genau. Schauen wir uns erstmal die TUI an. Also mal vielleicht von der Seite her, derjenige, der hier diesen Einwand gebracht hat, ist, naja, das sind Werte, die sind jetzt sehr stark unter Druck gekommen. Sieht auch nicht so aus, dass es hier eine schnelle Erholung gibt. Aber trotzdem, antizyklisch gesehen, könnte so ein Wert doch eher interessant sein als die Titel, die gut gelaufen sind. Ja, das stimmt natürlich. Also ich bestimme es jetzt erstmal ganz, ganz grob. Man muss hier ganz, ganz tief reinzoomen und dann sieht man hier, die Wolke hat tatsächlich heute auf grün gedreht. Die Frage ist natürlich, wie lange bleibt es halten? Aber also gestern wäre es noch ein klares Short-Signal gewesen, rote Wolke. Heute ist es aber tatsächlich ein kleines, feines Long-Signal, wenn man so will. Hier die Wolkenfarbe grün, ein erstes Long-Signal. Dann ja, Kurs in der Wolke, das ist neutral zu werten. Der Kurs ist auch unter dem Kitschun, das ist heute der heutige Tagesschlusskurs und der Kitschun ist die rote Linie. Das liegt drüber, das wäre ein Short-Signal. Der Tenkan, die blaue Linie, ist unter der roten Linie. Also der Tenkan ist unter dem Kichun ein weiteres Short-Signal. Ja, und dann müssen wir noch den Chiku anschauen. Der Chiku ist zwischen Kerze und Wolke. Das ist neutral zu werten. Also wir haben bei TUI aktuell ein Long-Signal, 2 neutrale Signale und 2 Short-Signale nach Ichimoku. Ja, also Short überwiegt ganz leicht. Aber insgesamt kann man sagen, ja, recht trendlos, wenn man so will, nach Ichimoku. Also ja, nach Ichimoku gibt es hier noch kein klares Long-Signal, aber Trendfolgesysteme reagieren natürlich auch mit einer gewissen Trägheit. Das ist ja auch ihre ganze Existenzgrundlage sozusagen, dass da nicht jede kleine Bewegung dann gleich zu einem neuen Signal führt. Aktuell noch eine neutrale bis leicht negative Lage nach Ichimoku. Jetzt schauen wir mal die Lufthansa an. Da dürfte es wahrscheinlich ähnlich aussehen.
Ich weiß es gar nicht genau. Also auch hier die Wolke wieder grün, was ein Longsignal ist. Der Kurs ist in der Wolke, was neutral zu werden ist. Der Kurs ist sogar wieder über der roten Linie, über dem Kitschun, das ist Long zu werden, ein zweites Longsignal. Der Tenkan ist auch über dem Kitschun, das ist auch Long zu werden. Das wäre schon das dritte Longsignal. Ja, und der Chiku liegt zwischen Kurs und Wolke, das ist neutral zu werden. Also bei der Lufthansa haben wir tatsächlich zwei neutrale Signale und drei Longsignale. Bei den Longsignalen muss man natürlich dazu sagen, das sind auch noch ganz schwache Signale. Wenn die morgige Tageskerze wieder hier liegt, dann liegt der Kurs schon wieder unter dem Kitschun. Dann wird aus dem einen Longsignal schon wieder ein Shortsignal. Auch bei der Wolke kann sich das relativ schnell wieder ändern. Aber bei der Lufthansa haben tatsächlich jetzt schon leicht die Bullen wieder einen kleinen Vorteil nach Ichimoku. Sehr schön. Also wir haben zwar noch drei Werte, aber ich habe das Gefühl, dass diese drei Werte, weil es alles drei Tech-Werte sind, ähnlich wie die Nasdaq aussehen. Ich glaube, die können wir ganz schnell abhandeln, Ja, das Alibaba, Intel und Nvidia noch. Und dann wären wir von den Wunschwerten, von zumindest denen, die mehrere Stimmen bekommen haben, durch. Wie Was war jetzt gesagt, der hätte erste? Was war der erste Wert nochmal? Habe ich nicht richtig der verstanden? erste war Alibaba, Intel Alibaba. und Nvidia. Die drei sind Wunderbar. es. Wie gesagt, also wir haben noch circa 20 andere Werte, die ich aufgenommen habe. Aber irgendwann müssen wir auch mal zum Ende kommen. So ist Ich es. hoffe, die Zuhörer haben Verständnis dafür. Also bei Alibaba haben wir tatsächlich ganz knapp fünf Longsignale, Kurs über der Wolke, Wolke grün, Kurs über dem Kitschun, aber natürlich nur ganz knapp, wie man hier sieht. Also morgige Tageskerze könnte es schon wieder anders aussehen. Tenkan über dem Kitschun, also blaue Linie über der roten, auch ein Longsignal und der Chiku auch über Kurs und Wolke. Also hier haben wir tatsächlich aktuell fünf Longsignale. Dann waren es noch Intel und Nvidia. Ich muss jetzt schauen, wo ich die beiden werte. Hier haben wir die Intel. Die Intel sieht überhaupt nicht gut aus. Oh, wow, oh, wow. Oh. Also nach Ichimoku, Wolke rot, Kurs unter der Wolke, zwei Shortsignale, Kurs unter dem Kitschun hier, ebenfalls ein Shortsignal, das dritte Shortsignal. Der Tenkan, die blaue Linie, liegt aber inzwischen über der roten Linie wieder. Das wäre ein erstes Longsignal. Sie sehen, das ist hier vor ein paar Tagen aufgetreten erst. Chiku liegt hier zwischen Kurs und Wolke, das wäre neutral. Also bei Intel noch drei Short-Signale, ein neutrales Signal und ein Long-Signal inzwischen. Das Long-Signal natürlich das aktuellste Signal. Aber Sie sehen auch, die Wolke ist noch ein Stück entfernt. Also bis sie hier eine wirkliche Trendwende zeigt, da kann es noch eventuell dauern nach dem Ichimoku-System. Und dann hatten wir noch die Nvidia. Und die Nvidia auch eine super starke Aktie, wie man sieht, ähnlich gelaufen wie der Nasdaq. Und nach Ichimoku sieht es tatsächlich auch genau gleich aus wie beim Nasdaq. Wir haben vier Long-Signale und ein Short-Signal. Der Kurs liegt hier unter dem Tenkan, das ist das einzige Short-Signal unter der roten Linie. Ansonsten sind die anderen Signale auf Long. Ja, Genau. fantastisch. Super. Damit sind wir durch die Werte durch. Oliver, vielen, vielen Super. Dank für deine Zeit, deine Analyse. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe zwar schon mal den Namen gehört, aber mich noch gar nicht mit beschäftigt, obwohl ich auch schon seit 20 Jahren im Bereich Zertifikate und Aktien und dabei bin. Insoweit vielen Dank, mal einen Einblick in eine andere Richtung. Ja. Gemischtes Feedback. Es gab sehr viel positives Feedback, dass es sehr einfach erklärt wurde. Da gab es dann natürlich auch ganz viele Experten dabei, die sehr viel darüber schon wussten. Also, spannend. Vielen, vielen Dank. Und ich würde dich entlassen. Vielen Dank, ja. Danke auch von meiner Seite. Es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die rege Teilnahme und für die vielen Fragen. Und hat Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, auch in Zukunft wieder mit dabei zu sein. Und bestimmt gibt es nächste Woche auch wieder ein spannendes Webinar mit einem ganz anderen Thema oder vielleicht auch mit einem ähnlichen Thema. Ich weiß es nicht. Also Nächste von mir. Woche haben, genau, nächste Woche haben wir geplant, Henry Philipson, auch von Börse Go, Ach einer ja, deiner richtig. Kollegen. Genau. Genau. Aber auch sonst haben wir noch viele interessante Webinare am Start. Morgen ist das monatliche Ideas Top Webinar mit Thorsten Grisse. Insoweit, vielleicht sind Sie ja da noch dabei. Ansonsten jeden Montagmorgen um 9 Uhr gewohnt unser Märkte im Fokus oder halt auch nächsten Mittwoch wieder von 19 bis 20 Uhr. Ansonsten ja,
Wenn Sie das ein oder andere mitnehmen konnten heute, können Sie es morgen vielleicht direkt im Trader ausprobieren. Melden Sie sich an, spielen Sie mit. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, ich kann mich nur wiederholen, rufen Sie uns an, beziehungsweise chatten Sie mit uns, schreiben Sie uns E-Mails. Und ja, wir sind gerne bereit, Ihnen zu erklären, welche Produkte Sie wie einsetzen können, welche Risiken es gibt, welche Chancen es gibt. Und ja, bevor Sie irgendwas kaufen, was Sie nicht kennen, rufen Sie uns an. Vielen Dank, Oliver. Dir einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.